So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Nein, das eigentlich nicht. Pokémon Go ist es aber auch nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Wir brauchen auf jeden Fall heute unbedingt diesen Eimer, denn ich weiß nicht, was passieren wird. Hintergrund ist, ich habe in letzter Zeit den Kanal von Natururin verfolgt und der macht immer so lustige Challenges, so Trink-Challenges. Und ich wollte die ganze Zeit ja das mit der Müllermilch mal probieren, wollte das aber mit einem Homie zusammen mal machen. Jetzt findet sich immer zu keiner. Der eine sagt, er will das unbedingt mitmachen, hat keine Zeit. Der nächste kommt und sagt, er will das unbedingt mitmachen. Mit dem wollte ich mich heute eigentlich treffen. Jetzt meldet er sich nicht mehr. Also ihr seht, der Ramses hat keine Freunde. Ist aber nicht schlimm, denn wir haben noch andere Sachen. Der Natururin hat nämlich auf seinem Kanal eine Trink-Challenge gemacht, wie er einmal Gurkenwasser auf Ex trinkt. So, und jetzt gekurmt. Diese Gurkenwasser. Da werden die meisten sagen, das ist doch gar nicht so schlimm, wenn ich an Ismo denke oder so, der haut sich auch immer das Gurkenwasser dann rein. Ich nehme jetzt erstmal hier den Bottich, ich will das mal kurz vorbereiten, will euch zeigen, dass das noch nicht alles ist, denn ich mache daraus heute die XXX Extra Extreme Challenge. Wir machen jetzt erstmal hier das Gurkenwasser auf. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier einfüllen kann, ohne dass die Gurken mit rausfliegen. So, das sieht schon mal gut aus. Ich habe sogar einen Trichter am Start, aber irgendwie... Ja gut, jetzt sind natürlich diese ganzen Samen und alles mit reingegangen. Diese Senfkörner oder was das auch immer ist. Und dieses komische Gebambel. Hier ist auf jeden Fall keine Flüssigkeit mehr drin. Das Gurkenwasser haben wir also aufgefangen. Wenn ihr Gurken braucht, sagt Bescheid. Ich habe jetzt noch welche übrig. Das hat sich der Natururin auf Ex reingepumpt. Und ich finde, das ist nicht krass genug. Er hat da eine extra Folge gemacht. Und in der extra Folge hat er sich rote Beete-Saft reingepumpt, auch auf Ex. Jetzt dieses scheiß Wasser, diese rote Beete-Wasser in dieses scheiß Glas reinkippen. Ja. Wir können mal einen ganz kleinen Schluck probieren von den Gurken. Ja, das schmeckt doch gut, ne? Ist würzig, trinkt man gerne mal. Wie gesagt, wenn der Ismo immer da war, hat er sich immer schön Leberwurstbrot gemacht zum Frühstück. Immer Gurken dazu. Hat immer gefragt, isst du die Gurken noch, Ramses? Hat das Glas angesetzt und hat sich dann den ganzen Becher von den Gurken reingekippt. Wir werden aber aus drei Challenges heute eine machen. Wir geben nämlich zu dem Gurkenwasser noch den Rote-Beete-Saft, also das Rote-Beete-Wasser. Das werden wir auch aufmachen, werden da mal riechen. Das ist natürlich auch so säuerlich wie eben das Gurkenwasser, wenn nicht sogar noch ein bisschen. Vielleicht ist Rote Beete also ein bisschen krasser als Gurke, weil Gurke ist man ja gewohnt, Rote Beete. Ich denke, es gibt mehr Leute, die Gurke essen als Rote Beete. Rote Beete ist ein bisschen spezieller. Hier habt ihr jetzt Rote Beete Kugeln drin. Der Saft ist auch komplett raus. Wir haben also Rote Beete und Gurke vermischt. Obwohl so kräftig schmeckt das gar nicht. Da fand ich das Gurkenwasser an sich viel kräftiger. Und die dritte Komponente haben wir auch noch. Das ist nämlich hier das Wurstwasser. Und rein zu machen. Rein zu getropfen. Und Wurstwasser, allein der Gedanke, finde ich eigentlich am ekligsten, das Wurstwasser zu trinken. Hat ein schönes frisches Siegel drauf, sind sogar Schinkenwürstchen mit Geschmack. Das machen wir jetzt auch mal auf. So, hat geknackt. Boah, riecht schon richtig penetrant. Wir nehmen auch mal einen ganz kleinen Hieb, nur mal so zum Testen. Das ist auf jeden Fall sehr salzig. Das hat er aber auch getrunken, ohne zu brechen, ohne sich zu übergeben, ohne sich was anmerken zu lassen. Das füllen wir jetzt auch einfach hier mit rein. Ich hoffe, da kommen die Wurst nicht hinterher geflogen. Und jetzt haben wir eine bunte Mischung
aus Gurkenwasser, aus rote Beetewasser, aus Wurstwasser. Also wie gesagt, wenn jemand rote Beete braucht, schreibt mich an, schicke ich euch dann das trockene Glas zu, bis es bei euch ist, ist es verschimmelt. Den Trichter habe ich gar nicht gebraucht, das ging ja alles so, weil das schön drin hängen geblieben ist. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, das wollen wir jetzt auf Ex trinken. Sind jetzt ungefähr, stell's mal kurz dahin, das sind circa 600 Milliliter. Ich weiß nicht, wie viel er hatte, aber das sind jetzt drei Sachen zusammen. Ich habe jetzt nicht die größten Gefäße genommen. Man kann natürlich 1 Liter Wurstwasser, 1 Liter rote Beete, 1 Liter Gurke, aber ich habe gedacht, das ist ja gemischt und das ist trotzdem eine ordentliche Portion. Die haue ich mir jetzt rein. Mal gucken, was passiert. Eimer steht da, falls irgendwas Ekliges passiert. Und falls ich es überlebe und nicht brechen muss und alles super ist, nominiere ich trotzdem nochmal Natururin zurück, dass der das nochmal versucht, wenn er alle drei Sachen gemischt trinkt, weil er hat sie ja einzeln probiert. Und mal gucken, ob er die auch gemischt zu sich nehmen möchte. Den Iswo würde ich auch nominieren. Den nominiere ich sowieso immer bei allen Dingen. Und wer Bock hat, auch mitzumachen oder das auch mal zu machen, kann das gerne machen, kann mir ein Video davon schicken oder so oder kann das bei sich hochladen. Fände ich auf jeden Fall richtig genial. Alle drei zusammen Challenge, Wurstwasser, rote Beete und Gurke. Jetzt aber los, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, wir gucken mal, wie es ausgeht. Ihr seht, da sind die Senfkörner noch übrig und so ein bisschen Grünzeug. Aber ich muss sagen, mir geht's gut. Fand ich auch gar nicht so eklig. Ich fand das Wurstwasser an sich ganz alleine, das war richtig, das könnt ihr auf jeden Fall nicht so trinken. Beziehungsweise, klar, könnt ihr das, ihr könnt alles so trinken. Aber das fand ich wirklich am schrecklichsten. Jetzt aber in Kombination mit dem anderen war das eigentlich eine richtig gute Mischung. Kann man, glaube ich, mal trinken, wenn man, kann man, glaube ich, trinken mal, wenn man was Herzhaftes braucht, um wach zu werden. Nach dem Sport, vor dem Sport, beim Abendessen, beim Candlelight-Dinner, auf jeder Hochzeit. Tut am besten so einen Punsch herrichten aus den drei Komponenten, sagt hier, das ist Spezial, ne? Macht noch Wodka rein. Da freuen sich die Gäste mit eurem würzigen Gurkenrote Beete Wurstwasser Trunk mit Punsch, Wodka, Alternative. Ich glaube, wenn ich mich jetzt ganz doll anstrenge, kommt mir was hoch. Aber eigentlich ist es ja das Ziel, es einfach zu schaffen, ohne sich bemerkbar zu machen. Deshalb denke ich, war es das von meiner Seite aus. Den stelle ich wieder weg. Nee, passt schon. Alles ist gut. Ich habe es überlebt. Drei Challenges in einer. Das nächste, was kommt, ist die Müllermilch-Challenge. Da bin ich gespannt, was da passiert. 6 Stück hören sich eigentlich gar nicht so tragisch an. Natururin hat aber nach 4 Stück gekotzt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine trinke, habe ich schon ultra die Bauchschmerzen. Also bin ich mal gespannt, was passiert, wenn man 6 Stück trinkt. Ob das wirklich so extrem ist, ob das rauskommt. Wenn ihr Bock habt, macht mit auf jeden Fall bei der Gurken-Rote-Beete-Wurst-Challenge. Mischt die drei Sachen zusammen, gönnt euch das. Den Iswo nominiere ich. Genau, den Iswo nominiere ich, den Natururin nominiere ich und BisaFanTV nominiere ich auch, dass sie mitmachen, dass sie sich das auch mal gönnen. Der Adi freut sich auf jeden Fall, der ist auch am Start, der hat hier, Adi, dann halt nicht. Der Adi hat auf jeden Fall hier Beistand geleistet. Ohne ihn wäre das nicht gegangen. Ich freue mich auf jeden Fall. Sehr gute Sache. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Ihr seht, ich sitze schon auf dem Klo. Falls noch was anderes passiert, weiß man ja nicht. Ich habe es überlebt. So schlimm war es gar nicht. Ich glaube, das mit der Milch wird viel schlimmer. Das war es von meiner Seite aus.
Haben wir dich erwischt, hä? Haben wir dich erwischt, Junge? Was denn, willst du auch was? Guck hier. Egal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und wenn ihr noch irgendwelche lustigen Challenges kennt, irgendwelche ekligen Challenges, am besten mit irgendwas trinken oder so, weil essen, da wird man noch fetter, als man schon ist. Beim Trinken ist es meistens ja nur eine Überwindungsgrenze oder was, wo man kotzen muss, weil was eklig ist. Wenn ihr Trink-Challenges kennt oder irgendwie, schreibt es mal in die Kommentare, lasst mich das wissen. Ich gucke, dass ich mich jeder stelle, ne? Ich suche Herausforderungen. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Oh, was ist denn immer zu, Bruder? Ich glaube, der ist süchtig. Der will auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.